Wolltest du schon immer mal in Minecraft deine eigene Firma gründen? Tja, dann ist heute der Tag gekommen. Und zwar machen wir heute eine Gerüstbaufirma auf. Denn in Minecraft ist ja das Hauptthema so ein bisschen auch das Bauen. Und das ist, kann immer so eine Marktlücke sein auf dem Server, wenn du einfach anbietest, so, hey Leute, ihr braucht Gerüste für eure Bauwerke. Bei mir könnt ihr die mieten, könnt ihr die kaufen, was auch immer. Und von daher ist das, glaube ich, eine ideale Firma in Minecraft. Heute für den Start holen wir uns erstmal Schlammziegel raus, weißer Beton, oxidierte Stufen hier vom Kupfer wie Treppen. Dann holen wir uns verstärkter Tiefenschiefer, denn Bruchsteinstufen, poliert ihr an die Siedstufen, davon auch nochmal die Treppen. Geht's erstmal los wie immer mit unserem Grundriss. Dafür nehmen wir die Schlammziegelblöcke zuerst und ziehen hier erstmal eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einen gehen wir mal nach vorne, lassen zwei Blöcke frei. Setzen wieder einen hin, den gleich nach vorne und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier 7 Blöcke. So, dann gehen wir einmal nach hinten weg. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke ran. So, jetzt gehen wir mal auf die Rückseite nochmal, hier auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir ja nicht 10, da können wir ja einfach mal zack, das auf die gleiche Länge ziehen, wie wir es drüben haben. So, dann gehen wir hier 2 nochmal zur... Also auf die Innenseite einmal weg. Dann gehen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke zur, also auf die Rückseite weg. Und dann nochmal zur Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. So. Auf der anderen Seite setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke rein. Und dann haben wir hier so ein bisschen schon unseren Grundriss für unsere Firma. Ich habe mir das natürlich schon innen drin ein bisschen vorgekennzeichnet, wo ich mir die Räumlichkeiten machen will. Ich gebe euch die jetzt einfach mal so ein bisschen mit. Also auf der Vorderseite, da gehe ich einfach mal nochmal gerade 3 Blöcke nach hinten weg, einen freilassen, nochmal 2 hinsetzen und einmal zur Wand. So, hier vorne gesehen, sage ich mal, gehen wir einfach mal 3 Blöcke zur Seite weg hier und ab den dritten setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4 Blöcke nach oben weg. Dann könnt ihr einmal zur Seite wieder weggehen bis zur Wand. Da lasse ich mir 3 Blöcke an sich Platz, um hier so einen Durchgang zu erhalten. Einer oben, ein freilassen für die spätere Tür und einmal zumachen. Das wäre dann hier schon mal der Grundriss für unser Häuschen. Darauf setze ich mir jetzt nochmal eine Reihe von weißem Beton. Und zwar machen wir jetzt hier 4 Stück einmal rauf. Ich habe jetzt nur einmal hier unser Viereck hochgezogen. Die Rückseite lasse ich mir eigentlich so, wie sie ist. Hier setzen wir eigentlich nur Bruchsteinstufen oder Blöcke einmal hin. Und zwar wird das hier eine kleine Laderampe werden. Da kann man das dann halt sich so ein bisschen basteln, dass das dann auch hier so ein bisschen so schräg nach unten geht. Haben wir hier hinten diese Laderampe. Auf der Vorderseite entsteht natürlich später die Tür. Da kann man gerne schon mal hier einfach mal mit den Andesit Treppen wie Stufen sich das hier schon mal vorne so nach oben machen. An den Seiten machen wir auch gleich nochmal Fenster rein. So, einmal hier und einmal hier. Einfach so ein 2x2 Fenster. Auf den Seiten machen wir es auch nochmal. Ich lasse jetzt 3 Blöcke frei und schlag mir die hier nochmal rein. Danach lasse ich mal so 2 Blöcke Platz. Aber ihr könnt euch die Fenster auch ein bisschen anders anordnen, wenn ihr findet, ja, ich mache mir die Räumlichkeiten ganz anders, dann ist natürlich klar, ne? Weiter geht es dann erstmal für unser Dach. Wir lassen an der Seite einen Block frei, dann setzen wir hier eine Ebene komplett einmal rauf und danach lasst ihr immer 2 Blöcke frei und zieht das dann bis einmal nach oben weg. Oben in der Mitte haben wir dann 3 Blöcke, auf der anderen Seite ziehen wir das hinterher. Und wenn wir das soweit haben, können wir schon gleich unsere Dachstufen wie Treppen nehmen. Ich setze mir immer bei so einem Übergang ganz einfach die Treppen einmal hin und ansonsten immer vor jeder Treppe kommt dann eine Stufe hin. Ganz oben haben wir natürlich 3 Blöcke, das heißt wir setzen an den Seiten Stufen hin, in der Mitte einen Block und dieses Dach können wir dann einmal bis zur anderen Seite ziehen.
sobald ihr das Dach dann bis nach hinten weggezogen habt, geht es natürlich ran, dass wir das Ganze auch ein bisschen stabiler bauen. Das heißt, unter jeder Stufe platziert ihr einfach eine weitere Stufe und ganz oben in der Mitte vom Dach setzen wir ja einfach keinen normalen Block hin. Kann man zwar auch machen, sieht auch schick aus, aber ich nehme dann hier einfach mal eine Treppe. Sobald das Dach fertig ist, geht es einmal auf die Rückseite. Hier wollte ich mir das Tor noch ein bisschen verfeinern. Und zwar an den Seiten mache ich mir hier einfach mal unsere hier verstärkten Tieferschieferblöcke hin. Und das Tor bastle ich mir einfach genau aus dem gleichen Material, wie das Dach ist. Ihr könnt das zulassen oder ihr macht das Tor ein bisschen auf. Ne, ist vielleicht auch immer angenehmer in der Welt, wenn nicht alles immer zu ist. Der Innenbereich von unserer Firma, den könnt ihr natürlich jetzt auch, sag ich mal, mit Wänden gestalten. Die Wände macht ihr einfach, wie wir es draußen haben, einfach auf eine Höhe von 4 Blöcke. Aber wie man sich das Innere natürlich wieder einrichtet und so, das zeige ich euch natürlich noch einmal kurz bei der Tour. Ansonsten heißt es hier dann höchstens nur noch, dass die Decke, sag ich mal, reinziehen und dann wäre das damit auch abgeschlossen. Ja, ansonsten geht es schon weiter, dass wir jetzt erstmal, wir haben ja noch die Blöcke in der Hand, das heißt, die können wir erstmal noch benutzen für unsere Halle, sag ich mal, kann Garage sein, kann auch Lagerhalle sein, für was wir das jetzt noch benutzen möchten. Und zwar ziehen wir jetzt erstmal wieder den Grundriss, am besten mit den Schlammsiegelblöcken. Da setzen wir jetzt erstmal eine Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcken. Dann geht es nochmal nach hinten weg. Und zwar setzen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke ran. So, andere Seite können wir natürlich so gerade nach vorne wegziehen. Dann nehme ich jetzt einmal schon mal so einen verstärkten Schieferblock. Dann lasst ihr einfach mal 5 Blöcke frei. Setzt ihr wieder so einen Schieferblock hin. Ein Block, nehmen wir wieder den Schlammsiegel, dann wieder Schieferblock und 5 Blöcke freilassen und wieder einen Schieferblock. Ihr könnt natürlich euch auch eine größere Halle bauen, das heißt, ihr macht dann einfach dieses Format, dieses Tor, sagen wir mal immer 5 Blöcke frei. Das heißt, hier könnten wir theoretisch dann das nächste hinsetzen. Also, ne, und dann könnt ihr euch hier Tor für Tor einfach aneinander rein. Je nachdem, wie groß eure Fläche ist, könnt ihr euch das anpassen. Ansonsten machen wir jetzt hier erstmal nur so eine kleine Halle. Das heißt, darauf platzieren wir jetzt noch einmal 5 weitere Betonblöcke. Einmal rauf. Bei den Toren machen wir es auch wieder wie beim Haus. Also erstmal hier unsere Seiten des Tores ziehen wir hoch und dann nehmen wir wieder unsere Treppen. Wer möchte, kann er natürlich hier das einmal komplett zuziehen. Aber müsst ihr nicht, ihr könnt auch wieder ein Tor einfach ein bisschen offen lassen. Na, macht das hier nur so ein bisschen. Und ansonsten geht schon wieder los an der Seite. Da machen wir das gleiche Format, wie wir schon beim Haupthaus haben. Das heißt, an der Seite einen Block freilassen und dann immer 2 Blöcke einfach an den Seiten so Platz lassen. Oben habt ihr dann am Ende 4 Blöcke. Und dann heißt es auch hier wieder, machen wir das gleiche Format drauf. Das heißt, zuerst mal bei jedem Übergang die Treppe hin. Davor setzt ihr dann wieder einfach eure Stufen hin. Und wir haben jetzt oben hier an sich natürlich 4 Blöcke. Das heißt, wir können hier einfach 2 Treppen aneinander einfach anecken. Und auch wieder bei diesem Dach könnt ihr das natürlich wieder ein bisschen verstärken. Das heißt, unter jeder Stufe setzt ihr einfach wieder einmal eine Stufe hin. Dann wirkt das Ganze auch viel schöner. Das Dach jetzt aber hier bei unserer Halle können wir noch ein bisschen verbessern. Und zwar innen drin. Ja gut, ihr könnt entweder hier auch eine Decke mit Stufen reinziehen. Oder ihr sagt euch nein, halt, ich will das Ganze verfeinern. Das heißt, ich nehme jetzt meine polierten Treppen hier einmal. Setze mir die Treppen natürlich wieder bei jedem Übergang hin. Und bei jeder geraden Fläche kommt einfach die Stufe hin. Das macht ihr insgesamt 3 Mal. Hier müsst ihr nicht wirklich einen Abstand ziehen. Guckt einfach erstmal hier an der Wand hinsetzen, denn einmal in der Mitte der Halle setzt ihr was hin und wieder natürlich auf der anderen Seite. Ne? So, das könnt ihr hier euch dann hier einmal so lang ziehen. Und weil das natürlich noch nicht so wirkt, ne, wenn wir jetzt hier nur diese Träger haben, könnt ihr die jetzt miteinander noch verbinden. Das heißt, bei jeder Treppe setzt ihr einfach hier eine Stufenreihe zur nächsten Treppe hier einmal so lang. Ja, das ist das Ganze schon ein bisschen stabiler.
Aber ich finde, das reicht mir noch nicht so ganz. Setze ich jetzt hier unter der letzten Treppe, die wir haben, einfach nochmal eine Stufenreihe zur anderen Seite hin. Das mache ich auch nochmal hier in der Mitte. Und dann ist das doch ganz, ja, dann kann man sich das wenigstens angucken, auch von innen drin. Und dann denkt man so, okay, das ist schon stabil, das hält schon und ist nicht so wackelig, als wenn man das halt so kahl lässt. Ne? Also das ist doch schon so ein Unterschied zu sehen, ne? Vorher-Nachher-Effekt. Jetzt kommen wir noch zu so ein paar kleine Feinheiten. Zum Beispiel vorne könnt ihr natürlich hier noch eine Tür reinsetzen. Meine Empfehlung ist immer mit Türen, sag ich mal, wenn ihr arbeitet, die ein bisschen größer wirken zu lassen, einfach eine umgedrehte Treppe zu nehmen. Das könnt ihr auch innen drin, sag ich mal, machen hier. Ne? Ansonsten ganz klar, natürlich in die Fenster müssen natürlich noch Glasscheiben rein. Immer besser, als wenn man Glasblöcke nimmt. Und noch meine Empfehlung für euch, wenn ihr das Haus ein bisschen gestalten wollt, nehmt einfach ein paar Mauern, Trichter oben rauf, verbindet das mit dem Dach und erzeugt dadurch einfach halt einfach so ein Regenrohr, ne? Was dann, sage ich mal, hier so einfach mit dran befestigt ist. Das könnt ihr auch bei der Halle machen, würde ich nicht auf der Vorderseite jetzt machen. Na gut, kann man entweder, sage ich mal, auf der Vorderseite machen, das ist halt jedem selbst überlassen. Kann man es sogar noch hier ein bisschen im Dach mit einbauen oder ihr macht es einfach hier auf der Seite hin, wie beim Haus. Und ja, kann man sich halt so basteln, wie man will, entweder vorne oder an der Seite. Ist natürlich auch jetzt hier beim Häuschen genauso. Ne? Ob man es vorne oder an der Seite bastelt, können wir hier auch nochmal machen, wie es ein bisschen rüberkommt. Ne? Das könnt ihr euch aussuchen. Zu guter Letzt, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Firma. Das heißt, wir müssen natürlich auch noch ein Firmenlogo hier mit drauf machen. Das würde ich einfach mal hier über unsere Eingangstür machen. Ich nehme jetzt ein bisschen Farbe mal dazu. Bemalen wir das Häuschen hier, nehme ich mal so einen blauen Schriftzug, was man, sage ich mal, hier hinsetzen könnte. Ich mache den mal ein bisschen breiter. Und darüber hinaus will ich natürlich auch noch das zeigen, was das natürlich ist für eine Firma. Bei uns ist das jetzt eine Gerüstbaufirma. Ich setze mir dahinter einfach noch eine andere Farbe, um das ein bisschen hervorzuheben. Und dann ein paar Gerüste hin. Ne? In welcher Form ihr eure Gerüste hier oben platziert, ist euch überlassen. Ne? Denkt euch da irgendein Muster aus. Und dann wäre die Firma somit auch erstmal fertig. Du hast natürlich jetzt die Gebäude hingebaut. Das ist natürlich nicht alles, was jetzt reicht, um sich, sage ich mal, eine richtige Firma halt hier zu gestalten. Zum einen könnt ihr euch natürlich noch ein ganzes Firmengelände bauen. Bei mir habe ich das jetzt mal so gemacht, dass ich natürlich draußen einen Zaun habe. Hier ist ein Tor, was natürlich so ein bisschen aufgemacht ist. Hier am Ende gibt es auch noch so einen Anschlagpunkt. Also dass das Tor halt nicht komplett bis zur Hauswand schlägt, sondern hier auch aufgehalten wird. Ne? Ich finde, das bringt so ein bisschen mal Leben rein in Minecraft, wenn man so Tore oder sowas macht, was halt ein bisschen aufgeht. Ansonsten, wir haben natürlich jetzt hier den Hof an sich. Hier geht es natürlich zur Halle. In der Halle natürlich sind jetzt keine Fahrzeuge drin. Die Leute sind unterwegs, die sind arbeiten bei uns. Also die sind jetzt nicht hier und warten drauf, ein Video mit vorzukommen. Aber hier haben wir natürlich die Halle. Hier kann man natürlich alles Mögliche sich noch platzieren, was man will. Wir sind eine Gerüstbaufirma, das heißt, hier finden sich natürlich Gerüste an. Auf dem Firmengelände an sich kann man natürlich auch noch Baumaterialien oder sonstige Sachen sich hier noch platzieren. Habe ich jetzt mal nicht so viel gemacht. Ich finde, das jetzt wirkt auch mal ein bisschen schöner, wenn, sage ich mal, nicht der ganze Hof so zugestellt ist. Hier haben wir noch ein paar Platten hier oder was das sein soll, Stangen oder schieß mich tot, irgendwas. So, jetzt wollen wir natürlich uns die Firma einmal von innen drin ansehen, wie das so natürlich aussieht. Zack, gehen wir mal rein hier. Hier haben wir natürlich den Empfangsbereich von der Firma. Hier vorne ist natürlich unsere Empfangsdame. Die nimmt, sage ich mal, alle Anrufe entgegen, sage ich mal, die hier kommen, so Anfragen, ob wir jetzt wer hier Gerüste brauchen und so. Das heißt, die nimmt auch so ein paar Aufträge für uns an. Ansonsten erstes Büro, sage ich mal, wo man hier reinkommt, ist das vom Chef. Ne, hier könnt ihr dann sitzen, eure Firma leiten und hier die Aufträge, sage ich mal, bearbeiten oder das Geld zählen. Ne? Ja. Wir gehen einfach mal weiter und zwar kommen wir danach, sage ich mal, in, ja, ist jetzt kein, ja, kann man sagen, kann ein Lager sein, kann aber auch so Schrägstrich Werkstatt sein. Hier ist jedenfalls die Ausrüstung von unseren Mitarbeitern, ne, dass die, sage ich mal, alles da haben, wenn sie jetzt so Gerüste aufbauen. In Minecraft sind natürlich Gerüste einfache Blöcke, da braucht ihr jetzt nicht wirklich irgendwie noch andere Baumaterialien, eine Axt oder keine Ahnung. Könnt ihr ja alles per Hand bauen. Aber um ein bisschen realistisch zu sein, haben wir hier so Schrägstrich auch noch eine Werkstatt. Ne? Worauf ich jetzt hier einfach mal verzichtet habe, sind Toiletten. Denn in Minecraft ist mir noch nie aufgefallen, dass ich auf Toilette gehen musste. Von daher, also ein Thema könnte ich vielleicht noch ansprechen. Wenn ihr natürlich umweltbewusst seid und ich hoffe mal, das seid ihr, könnt ihr euch noch gerne Solarplatten auf eure Halle bauen. Vielleicht auch auf euer Firmenhäuschen, wenn ihr das wollt. Ganz einfach gebaut, immer Tageslichtsensoren. Hier sind jetzt Eisengitter dabei, die das Ganze halten. Und ich finde einfach auch weiter, also auf so einer Distanz, wenn man so ein bisschen weiter weg davon ist, dann wirkt das Ganze doch ganz schick. Ne? Besser als wenn es einfach so kahl ist.
Einfach mal ein paar raufgedonnert. Ich habe das jetzt natürlich jetzt nicht hier beim anderen Haus gemacht, weil ich finde, das wäre dann wieder zu übertrieben. Kommen wir jetzt auch mal wieder zum Ende der Folge. Wir haben jetzt eine Gerüstbaufirma auf dem Server. Du kannst jetzt, sag ich mal, natürlich noch dein Firmengelände bauen, innen drin das Ganze dir einrichten und dann kann das Geschäft eigentlich schon losgehen. Ob du jetzt deinen Freunden die Gerüste vermietest, verkaufst, was auch immer, ist dir natürlich überlassen als Geschäftsmann. Aber ansonsten war es das dann wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Vergiss nicht noch gerne, das nächste Video euch anzuschauen oder zu liken. Und dann war es das hier. Ich bedanke mich und dann haut's rein und ciao.